Verliere niemals deine Nintendo Switch, das könnte sonst teuer werden. Wenn du deine Joy-Cons verlierst, dann kosten dich neue 65 Euro. Beim Dock mit allen Kabeln sind es 80, der Joy-Con Grip sind 27, ergibt sich insgesamt also 172 Euro. Wenn du es dann noch geschafft hast, dein Tablet zu verlieren und da auch ein neues haben möchtest, dann kostet dich das gebraucht auch zumindest 180 Euro. Sind wir in Summe schon bei 352 Euro angekommen. Eine brandneue Switch hingegen kostet 280 Euro. Verlier das Ding also besser nicht.